Mein heutiger Rum ist der English Harbour Antiqua Rum im Port Cass Finish. Und ich gebe zu, als ich das gelesen habe, habe ich tatsächlich die Wörter falsch interpretiert. Wie man sie richtig interpretiert und was es mit diesem Rum auf sich hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven, herzlich willkommen auf Rumtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Als ich den Namen dieses Rums das erste Mal gehört habe, bin ich von völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen und ich erzähle euch das, weil es einfach auch mir zwischendurch mal passiert. English Harbour, da habe ich sofort an die englische, also an die British Navy gedacht und Port Cass, ich dachte, es handelt sich um irgendwelche Fässer aus irgendeinem bestimmten Hafen, also Englisch für Port. Aber es ist ganz anders, denn English Harbour ist eine Stadt auf Antigua und dieses Podcast Finish, das ist Portwein. Die meisten von euch wissen es natürlich und werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wie kann er so doof sein? Aber ich finde, sowas gehört einfach in so ein Video auch mal rein. Ich habe halt erst später realisiert, dass es sich um ein Portwein-Fass-Finish handelt und da war ich richtig gehypt. Der English Harbour wird, wie gesagt, auf Antigua hergestellt von der Antigua Destillery Limited, die vor 30 Jahren gegründet wurde und für diesen Rum wurde extra ein spezielles Column-Steel-Destillierverfahren hergestellt, damit dieser Rum kontinuierlich destilliert werden kann und das Besondere an diesem Rum ist halt, dass es ein Small-Batch-Rum ist, der nicht irgendwie zusammengeblendet wurde, der nicht nachgezuckert wurde und dem man auch keine extra Aromen zugefügt hat, außer halt das, was direkt aus dem Fass kommt. Er wird in Bourbonfässern in amerikanischer Weißeiche gelagert und zwar 5 Jahre lang und nach diesen 5 Jahren geht er nochmal für 3 bis 6 Jahre in 200 Jahre alte Portweinfässer und das verleiht ihm dann hier diese dunkle Bernsteinfarbe und auch den Geschmack. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, aber bevor wir mal gucken, wie er schmeckt, schauen wir uns die Flasche nochmal an. Vorne auf dem Label sieht man direkt English Harbour Antigua Rum und dann so eine portweinfarbene Banderole, wo dann Port Cask Finish steht. Wir sehen auch direkt, dass es ein spezielles Small Batch ist, das ist durchnummeriert. Wir haben hier das Batch Number 2 und man kann genau sehen, welche Bottle wir hier in der Hand halten, nämlich die Bottle Nummer 4244 und die ist im Dezember 2017 abgefüllt worden. Auf der linken Seite sehen wir dann nochmal den Hinweis, welche Fässer benutzt wurden. Also wie gesagt, die Bourbonfässer und dann anschließend Portfässer und der Master Blender hat hier unterschrieben, der dafür sorgt, dass der Rum halt hier jedes Mal den gleichen Geschmack hat, auch wenn ihr verschiedene Casks kauft. Und auf der rechten Seite auch nochmal extra geschrieben, dass es sich um eine limitierte Version von 5 Jahre alten Rum handelt und dass das Ganze in Portweinfässern dann nochmal gefinisht wurde. Die Rückseite ist relativ übersichtlich, auch da nochmal der Hinweis auf die 5 Jahre Bourbonfässer und das Portwein-Finish, aber letztendlich nichts Besonderes mehr. Ihr könnt ihn übrigens in einem Karton bestellen, dann seht ihr vorne nochmal English Harbour drauf und dann auch hier ganz groß der Hinweis Small Batch Cask Finish und Port Cask, das ist wirklich was Feines. Jetzt aber genug von der Flasche erzählt, jetzt kommen wir zum interessanten Teil in diesem Video, wir probieren mal, wie der Rum schmeckt. Ja, und der kommt hier richtig dunkel aus der Flasche. Das ist also richtig dunkles, so rötliches Bernstein. Das sieht gut aus. Und ich habe mir ganz schön viel eingeschenkt. Da bin ich nochmal gespannt. Wow, und das ist richtig voluminös. Man riecht sofort den Portwein raus. Es riecht nach rotem Portwein. Ich rieche auch Holz und es riecht so ein bisschen modrig dabei. Also wirklich wie altes, feuchtes Holz. Und ich rieche so eine leichte Fruchtigkeit dabei auf jeden Fall. Und der riecht sehr schwer tatsächlich. Und sehr würzig.
Ja, also diese Fruchtigkeit, dieses etwas Scharfe geht tatsächlich bis in den Rachen beim Riechen. Aber es ist sehr angenehm, muss ich dazu sagen. Und man riecht einfach auch noch tatsächlich diese Schwere des Portweins. Ja, und er wirkt auf jeden Fall, er riecht sehr, sehr voluminös und also der Geruch, der ist einfach, der geht sofort in die Nase und ist da sehr angenehm voluminös. Das ist richtig toll. Ich bin mal gespannt, wie er schmeckt. Prost! Und das riecht, das schmeckt. Das ist eine Geschmacksexplosion im Mund. Ich schmecke den Portwein, aber davor kommt noch so das Holz, man schmeckt das Eichenholz richtig raus. Und das schmeckt auch ein bisschen nach Schokolade. Es hat so einen leicht cremigen Beigeschmack. Das ist richtig gut. Und es hat eine deutliche Schärfe. Also ich habe so eine pfeffrige Schärfe hier im Rachen, im Gaumen auch. Und man hat so dieses Holz, dieses Trockene des Holzes und so eine leichte Bitterkeit im Mund. Das ist richtig interessant. Und über dem Ganzen klingt tatsächlich der Portwein. Ich kann mir richtig vorstellen, dass ich vorher einen Schluck Portwein getrunken hätte. Das ist richtig genial. Jetzt, wo ich das zweite Mal rieche, nachdem ich ja getrunken habe, rieche ich finde deutlich Nelke raus. Es riecht fast so ein bisschen nach Pfefferkuchen. Wobei dieser weihnachtliche Anklang dabei fehlt. Das ist es nicht. Boah, interessant, richtig cool. Er schmeckt auch wirklich nicht sehr süß. Also man hat so diesen Eindruck von Holzigkeit, von trockenem Alkohol. Sehr komplex. Schokolade. Und wie gesagt, über allem schwebt dieser Portwein. Ich finde, dieser Rum schmeckt richtig gut. Also Freunde, wenn ihr etwas sucht, das nicht behandelt wurde, sondern wirklich in einem Cask hergestellt wurde und anschließend nicht mehr nacharomatisiert oder irgendwie nachgepanscht wurde, dann seid ihr bei diesem Rum richtig gut aufgehoben. Und vor allem, wenn ihr, wie ich, Portwein mögt, denn man schmeckt diesen Portwein wirklich raus. Das schmeckt richtig genial. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Schaut auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung mal nach. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr eventuell schon probiert habt und wie er euch schmeckt. Das würde mich mal interessieren. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Nüchtern bleiben. Prost!